Seid gegrüßt! Hier ist euer Micha! Ja, ich habe jetzt ein bisschen Durst bekommen und dachte mir, nimm schön dunkles Bier. Nein, das trinke ich nicht. Das nehme ich für einen echten Bierschinken. Habt ihr Lust? Dann geht's jetzt los. Ja, was brauche ich alles für meinen echten Bierschinken? Hier habe ich Schinkenfleisch. Das ist die Huft. Ihr könnt auch die Unterschale nehmen oder die Oberschale oder die Kugel. Spielt keine Rolle. Dunkles Bier, ganz wichtig, ist A und O dabei. Nitritbökelsalz. Ihr könnt auch Kochsalz nehmen oder Meersalz, wie auch immer. Und eben mein Bändchen, um dem Ganzen eine Form zu geben, also das Fleischstück. Und wie ich das Ganze jetzt mache, das sage ich euch jetzt. So, dann fangen wir mal an. Hier habe ich schon einmal gewickelt. Und wie ich das mache, zeige ich euch. Ich möchte dem Ganzen ja eine Form geben. Dieses Band bekommt ihr fast überall. Könnt ihr auch im Internet bestellen, wenn ihr das wollt. Hier mache ich jetzt erstmal so eine Schlaufe. Dann lege ich es hier rum. Und dann schneide ich es ab. So. Jetzt einmal durch die Schlaufe. Es gibt verschiedene Arten von Techniken, die man anwenden kann, wenn man möchte. Aber ich glaube, das ist für viele einfacher. So, ich lasse es hier oben drauf. Schön festziehen. Dann einmal nochmal rum. Schön anziehen. So, und jetzt fange ich an, das ganze Knoten rein praktisch zu machen. So. Noch einmal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ein Knötchen. So. Und so mache ich das Ganze jetzt hier auch noch. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch dann. So. Ich habe ihn jetzt gewickelt. Noch mal schauen wollt, sieht aus wie so ein großer Wurm. Dazu mache ich jetzt aber erstmal Salz. Abgewogen. Das steht dann unter meinem Video in der Beschreibung. Und das schöne, leckere Bier. Yam, yam. Falls das nicht reicht, ich habe noch ein zweites. Meine Damen und Herren, das reicht noch nicht, das heißt, da kommt noch eine zweite Flasche auf. Sollte ganz bedeckt sein. Und jetzt in den Kühlschrank für 4 bis 5 Tage. Und dann geht es weiter. Zwischendurch mal ruhig umdrehen einmal am Tag. Aber sieht schon ganz gut aus. Okay. Deckelchen drauf und ab im Kühlschrank. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch gleich. Mein echter Bierschinken ist fertig. Ja, den möchte ich jetzt im Dampf garen. Und möchte so eine Kerntemperatur zwischen 45 und 50 Grad haben. Dazu habe ich meinen Thermostat, Fleischthermostat. Der zeigt mir das dann an. Zwischendurch muss ich ihn rausholen, um zu schauen, inwiefern das Ganze schon im Kern ist, die Temperatur. Das kann sein, dass ich ihn vielleicht schon nach 10 Minuten raushole oder Viertelstunde. Aber wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. So, Deckel runter. Ihr seht, es dampft schon schön. Und hier kommt einfach jetzt mein echter Bierschinken rein. Und den werde ich so nach 10 Minuten, Viertelstunde schon mal überprüfen, ob er
so weit ist, wie ich ihn gerne haben möchte. Dann bis gleich. 10 Minuten sind rum. Jetzt möchte ich das Ganze mal überprüfen, inwiefern die Kerntemperatur schon ist. Ah, hier seht ihr kaum was. Da muss ich die Kamera mal kurz schwenken. So, einmal reinstechen, kurz warten, inwiefern die Temperatur, Kerntemperatur schon hoch ist oder auch nicht. Hat erst 23 Grad Kerntemperatur, also noch nicht gut. Kommt wieder rein. Nach 5 Minuten mache ich das Ganze nochmal. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Müsste eigentlich jetzt auch schon gut sein. Kerntemperatur 40 Grad. Das Ganze lasse ich jetzt noch ein bisschen ruhen. 41. Für mich ist es jetzt fertig. So, ich lasse es jetzt erst abkühlen und dann geht's weiter. So, mein Bierschinken ist runtergekühlt. Mein echter Bierschinken. Und jetzt möchte ich ihn natürlich mal in schöne Scheiben schneiden. Aber ganz dünne. Mal sehen, ob ich das so hinkriege. Schaut euch das an. Nochmal gleich probieren. Einfach super. Das ist mal was ganz anderes. Ich ziehe jetzt mal hier das Band weg. Und mache davon mal gleich ein paar mehr. Kann ich nur empfehlen, macht einfach mal nach. Schmeckt absolut lecker. Schön dünn. Das ist ein Gedicht. Ja, kann jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen, außer dass ich jetzt wieder Hunger gekriegt habe. Ihr seht, hat eine schöne Farbe. Ich hoffe, meine kleinen Kuchen hat euch gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Diese Butze. Ciao.